ein Spagat in einem Monat lernen. Ob das funktioniert, will ich herausfinden. Deswegen gehe ich jetzt jeden Tag ins Fitnessstudio und werde mich dehnen. Denn ich will schon seit ich klein bin ein Spagat können. Und es ist sowieso super wichtig, dass man so gut gedehnt ist beim Sport. Und ich habe mir überlegt, dass ich wieder Röhrenrad anfangen werde. Den Sport habe ich eigentlich mein ganzes Leben lang gemacht, bis ich nach Berlin gezogen bin. Und ich habe mich nie getraut, in einen neuen Verein mich anzumelden. Obwohl es hier in Berlin so viele gibt. So weit runter komme ich jetzt aktuell mit meinem Spagat. Und ich bin wirklich gespannt, wie es in einem Monat aussieht. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt, ob ich es schaffe oder nicht.